Vorgestellt, Egypt, Old Kingdom. Wir sind in der Vorschau Nummer 4. Wir starten das Spiel und ich kann euch sagen, wenn das Video ja rauskommt, habt ihr ungefähr noch einen Tag Zeit. Im Humble Bundle ist es für 6 Euro zu haben. Also, wenn ihr Interesse habt, holt's euch da. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben gesagt, wir müssen noch ein bisschen mehr göttliche Gunst haben. Und dann wollen wir hier den Sand wegmachen. Aber zurzeit, warte mal, hier unten haben wir noch was. Wir können noch was machen. Kann entdeckt werden, ist entdeckt, naja. Prachtvolle Keramik, kostet 60 Kultur. Wachstum Luxus. Werkstätten und Luxus wird mehr, jede Runde. Okay. Und was haben wir hier? Wachstum Werkzeuge, jede Runde. Kaserne plus 2, jede Runde. Und Häuser plus 1. Limit. Einmal. Einmalig. Das ist die Frage, ne? Das haben wir ja schon alles, ne? Ja. Das oder das? Das ist die Frage. Luxus ist 3-3. Kleiner Zugewinn ist da. Und ja, Wachstum 0,5. Ich glaube, das wäre dauerhaft hier 0,5 Wachstum. Werkstätten 0,3. Für die Werkstätten halt, die wir einmal haben, ne? Okay, das würde auch dauerhaft was hier mit den Werkstätten dann bringen. Und hier hätten wir Wachstum plus 1, Werkzeuge jede Runde. Haben wir 1,6. Kaserne 2. Da sind wir bei 0,8 und wir sind ziemlich schwach momentan. Ich glaube, wir gehen mal gerade auf die Kaserne. Damit wir da besser wegkommen, ne? Das ist definitiv wichtig. Ja, schließen wir. Gut. War das jetzt nicht dauerhaft? Naja. Gut, eine Runde weiter. Heimtücke des Seth gestoppt. Seth wollte uns neue Qualen auflegen, aber sein Zauber schlug Fehler und nichts Schlimmes ist passiert. Negative Ereignis neutralisiert. Abwehr gegen Seth ist jetzt abgelaufen, oder? Schwache Armee, ja. Wir haben mit Seth nichts mehr am Hut, beziehungsweise wir hätten... Ja, da müssen wir gucken, dass wir da wieder schnellstens hinkommen. So... Haben wir 1,9, das ist nicht viel, hatten wir gesagt, ne? Wenn das hier göttliche Gunst steigt. Ja, das ist aber jetzt nicht wirklich hochgegangen, oder? Ach so, wir hatten schon Malus wahrscheinlich. Gut, okay. Ja, da können wir jetzt gerade nicht so viel machen, ne? 6,2, ich glaube, wir drücken einfach eine Runde weiter. Und aufgestiegene Außenstehender. Einer aus unserem Volk wurde vom Gänsestamm aufgenommen. Er wurde zum vollwertigen Mitglied der Gesellschaft, verschaffte sich Macht und verhalf dem Stamm zu Wohlstand. Das hat unsere Beziehung zum Stamm verbessert. Oh, 20,7, das ist gut. Untersuchen wir das mal gerade. Okay, die sind da unterwegs. Was haben wir denn jetzt hier uns vorne festhalten? Gänsevolk, das ist das, ist klar. Endet Schutz der Neid. Okay. Ja, dann ist das halt weg. Gut, da können wir gerade nichts machen, weil wir keine... Warte, was ist hier? Kann man das sehen? Ne, kann man jetzt nicht sehen, wie viel wir brauchen, oder? Doch, 60. Dieser Strang hat 60, okay. Und göttliche Gunst fehlt halt noch. Da sind wir mit Kosten bei 16 zum Beispiel. Seht, brauchen wir aber unbedingt 16. Und das dauert ewig, bis wir das kriegen, ne? Das ist nicht gut. Jetzt ist die Frage, wie wir das verbessern können, ne? Vielleicht senken wir es nochmal hier. Ne, hier nicht, sondern hier in der Wüste. Was brachte uns das denn? Ja, 20% sind das, ne? Wir hatten Nahrung, die uns... Nein, wir machen noch ein bisschen weiter. Und nicht passiert nichts. Ist auch nichts passiert. Wir machen einfach aus dem Grunde weiter, weil wir... Was sind das hier noch? Antilopen, okay. Ja, kriegen wir noch nicht hin. 10, das ist schon ein bisschen besser jetzt hier. Es geht ja alles hoch, ne? Schwache Armee haben wir immer noch. 304. Weiter geht's. Nichts passiert, auch gut. So, nächste Runde könnte es dann sein, dass wir uns hier einen noch dazu leisten können. Haben wir noch Plätze? Ja, haben wir auf jeden Fall. Ja, müssen wir dann mal gucken, ne? Ja, göttliche Gunst plus 1. Ja, komm los, nochmal.
Es ist diesmal auch nichts passiert. Wir können noch nicht. Wie viel brauchen wir denn? 12 Mal brauchen wir. Ich dachte 11 Mal. Und das hätten wir auch nicht gehabt. Gut. Aber wir können hier unten was machen. Ja. Wachstum und Kaserne, das hatten wir ja hier, ne? 80 könnte man dann... Wachstum plus 1 bei Werkzeugen, Kaserne plus 2, Häuser plus 1. Komm, zack, wer... Können das noch nicht machen? Achso, das haben wir entdeckt, das können wir noch entdecken. Ja, komm, los, zack. Ja, da werden wir jetzt... Ja, Wachstum plus 1 hier, da geht's dann weiter. Das ist unser Ziel. Hätten wir vielleicht doch sparen müssen. Jetzt ist es halt so, ne? Prachtvolle Keramik haben wir entdeckt. An Luxusartikeln wurde von den Steingefäßen aufwendig bearbeitete Keramik produziert. Das beherrschende Glas... Glasurtechnik und die Nutzung des Pigmentfarben über das Blau für die so reichen Traditionen gibt es schon. Wachstum 0,5... Achso, das ist jetzt das, okay. Ja, da sind wir jetzt hier besser unterwegs, ne? Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Jetzt kriegen wir bestimmt eine Mütze oder sowas. Aha, immer mehr Siedler aus Oberägypten werden durch das furchtbare Land unter Ägypten angezogen. Alle Traditionen werden immer stärker durch unsere... Plus 77 Sippen integriert. Das ist natürlich ein Haufen. So, 4,1. Wenn das wegfällt, 0,6 mal 4 sind 2,4. Eigentlich müssten wir das 4 Runden lang hier schaffen können, ne? Haben wir den Friedhof schon hier? Muss wohl, oder? So. Wir können noch keinen. 12,5 fehlt knapp. Wir schieben das mal an hier. Damit haben wir das hier 0,6 runter. Hatte ich richtig gerechnet. Okay. Wir können es ja auch zwischenstoppen. So ist ja nicht, ne? Aber jetzt machen wir es mal. So, jetzt haben wir Sprachbarriere überwunden. Jetzt ist die Sprache unserer Nachbarn für uns mehr als nur eine Wirrwarr von Tönen. Wir können einander jetzt verstehen. Fortschritt 20 integriert, Wachstum plus 1. Jede Runde bei der Kultur zu. Okay, was ist da passiert? Ah, da ist eine Flut gekommen. Okay, Gebäude eingestürzt 1, Verlust 2. Oh, das ist nicht gut. Das war jetzt hier. Und da auch noch. Im Hochland die Flut, alles klar. Wir können jetzt aber einen machen. Den werden wir dann auch gleich dann da rausholen, weil das bringt uns ja nichts anders. Den müssen wir definitiv haben und wir müssen hier die eingestürzten Häuser wieder herrichten, ne? Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut, da sind wir einen Schritt weiter. Ah, den Einsturz hatten wir jetzt hier, den haben wir schon erledigt. Das mit der Seet ist natürlich immer noch ein Problem, ne? Mit dem Seet, ja gut, weiter geht's. Wir müssen, das war wahrscheinlich hier gerade so eine Geschichte vom Seet, ne? Zusätzliche Würde minus 1, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Weg des Horus. Wachstum 05. Karawanenroute genannt Weg des Horus ist zwischen dem Nildelta und dem Land von Kanaan entstanden, welche Ägypter erlaubten. Kanotisches Holz, Metall und Luxusgüter aus dem Osten. Das ist gut, denn unsere Region ist ein Transitland und wir profitieren sehr davon. Okay, alles klar. Aber das hier, das ist ja richtig schlecht, ne? Ja. So, Gunst. Friedhöfe. Ja, die können wir dann nur bauen. Und das ist hier, oder was haben wir denn noch gar nicht, ne? Da sind immer noch Löwen. Ja, wir müssen erstmal hier das fertig bauen. Ne, das nicht, sondern das. Okay, auf geht's. Wollen wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Ungläubigkeit gibt's jetzt auch noch. Wir weisen unsere Formen nicht genug Aspekte. Sind bereit, uns für Missachtung zu verfluchen. Was soll ich machen? Ja, Endergebnis minus 1. Was willst du da machen?
Einen Friedhof brauchen wir, ne? Aber den können wir jetzt nicht so einfach bauen, oder doch? Doch, hier sind wir ja schon mal. Die können wir abreißen, aber das wollen wir ja nicht. Ist hier was verschwunden? Nee, das ist nicht. Das war ja hier, oder? Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn über? Wir hätten Essen über in dem Sinne. Das wäre da. Und hier, aber da sind auch noch Werkzeuge. Das wäre also nicht so doll, wenn wir das wegnehmen. Ich glaube, wir gehen mal hier rüber und schauen zu, dass wir hier was erreichen. Was haben wir denn hier? Sand? Ach, der war ja auch verschwunden, ne? Genau. Und hier gab es die Gunst der Götter noch dazu. Also ich glaube, wir müssen jetzt mal gerade hier, da gibt es ja auch noch was zu essen. So ist ja nicht, wir pflanzen den darüber, dann ist das hier nicht ganz so wild, ne? Und ach, da war ja jetzt die Sand, der Sand immer noch nicht weg, ne? Ja, in 4 Runden immer noch, hat also nichts gebracht, schade. Ja, ich glaube, das war der bessere Entscheidung, das hier zu machen. Gut, dann beten wir mal. Warte mal, was haben wir denn hier? Reparierte Häuser sind da, ist klar. Und was war das? Weg. Gut, dann nächste Runde. Händler ausgeraubt. Oh, wer gibt einen Ausgabe? Wir waren Bevölkerung des Kanal bestimmt. Ein Teil der Bahn fiel uns in die Hände. Einmalig plus 8. Den Ross von Ägypten werden Rache nehmen. Okay, das wollten wir jetzt gar nicht haben eigentlich, oder? Vorfahren vergessen. Das will ich aber nicht machen. Das will ich gar nicht machen. Und wir können noch einen dazu holen wieder. Unterhalt. Jetzt ist die Frage, ne? Aber wir machen's. Ja, 04 ist noch plus. Gunst der Götter fehlt uns. Ja, kommen wir jetzt, zack. Dahin und gucken, was wir da tun können. Antilopen, Akazien, Bergland. Können wir jetzt hier einen Friedhof bauen? Kostet uns 4 Werkzeug, haben wir genug für 2 Runden. Unterhalt 1 Nahrung, kämen wir auch drüber weg. Und ein Werkzeug, kämen wir auch drüber weg. Verschwindet Akazien, wenn wir das machen. Das würde bedeuten, wir machen besser erst die Akazien. Ja, und dann den Friedhof. Die Gazellen sind natürlich jetzt nicht so dolle, aber ist halt so. Gut, weiter geht's. Und Skorpion. An der Oberirdischen Thermosphäre sind jemand einen neuen Herrscher, den Horoskorpion. Seine Fähigkeiten sind beeindruckend. Die Götter haben eine große Bestimmung für ihn vorgesehen. Aha, Bedeutung. Alten gibt es, wir sind vielleicht noch darüber. Okay. Okay. Können wir also nichts machen. So, da haben wir noch 3 Runden zu werken. Und das ist 0,5. Wir kommen jetzt da ins Minus. Kriegen wir das irgendwo gerettet? Ich glaube nicht, ne? Der Friedhof wird gebaut. Ne, die Akazien reißen wir da erst ab. Und das wird nicht gut enden. Das bringt uns auch nicht viel. Ja, los geht's. Göttliche Gunst ist negativ. Ist das aber nichts passiert. Jetzt haben wir hier was. Gut, das nehmen wir sofort, weil, ne, da kommt die göttliche Gunst wieder. Jetzt müssten wir ja ein Plus sein, oder? Ja. Gut, das war positiv. Aber wir sind noch am Werkeln. Ja. Ja, schönes Ding hier, ne? Der Vergessenheitstod, okay. Ja, zack, und wir gehen die nächste Runde und hoffen, dass nichts Schlimmes kommt. Und doch wieder eine Dürre. Verlust 30% Nahrung jede Runde. Meldung verschwindet in 4 Runden, okay. Das ist nicht so dolle. Wir haben auch nichts zu essen mehr. Läuft, ne? So, was bedeutet das für uns?
Unsere Leute werden verhungern. Wir müssen ein bisschen was aufrüsten, sozusagen. Wir können hier oben 1,2 Nahrung holen, haben hier nur 1. Und 0,5 Werkzeug, haben hier 0,6. Dafür haben wir göttliche Gunst. Ich glaube, den können wir nicht aufgeben. Ich glaube, wir müssen jetzt 4 Runden lang ein bisschen was machen. Und da würde ich sagen, wir schieben den mal dahin. Auch wenn wir das Werkzeug da verlieren für eine Weile. Und müssen den hier... Da kriegen wir Wachstum von den Akazien. Das bringt uns aber jetzt gerade nicht so viel, ne? 0,8 Nahrung. Hier gibt es eine Nahrung. Und hier hätten wir... Ja, da geht's nicht. Hier ist 1. 0,7 können wir verkraften. 1,6 können wir Werkzeug vorübergehend auf jeden Fall verkraften. Das würde bedeuten, wir können wenigstens um 0,1 steigern, ne? Machen wir so. Ja, und Inja. Jetzt, wenn ich das abbreche, ne? Komme ich ein bisschen weiter. Hungersnot, ja. Jede Runde verlieren wir einen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade nicht die guten Karten, ne? Aber kommen wir einfach nicht weiter durch, glaube ich. Verbessern können wir es nicht ganz viel. Jetzt ist es schon 4 Runden, also können wir es auch sein lassen. So, da kommen wir eine Runde auf jeden Fall weiter. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch mal was Positives. Oh, Skorpion. Okay. Nil, der einmarschiert, um ganz Ägypten Frieden zu bringen. Skorpion wird ohne unsere Stimme keinen Erfolg haben. Unser Horus befiehlt ihm zu helfen. Unterworfene Region 0 von 3. Chancen, nächste Region zu unterwerfen 10%. Chancen, dass alle Regionen kapitulieren 0%. Verbleiben 10. Unsere starken Kerle können wir uns weiter schicken. Was haben wir denn als starke Kerle? Kann man leider nicht sehen, ne? Ja, wir können nur das machen und das machen wir dann natürlich auch, ne? Jetzt sind es 18%. Ich weiß nicht, wie viel Kraft wir da haben. Wahrscheinlich nur zweimal. Okay, und dann lasse los. Ja, das ist jetzt natürlich rapide runtergegangen, ist aber so. So, 0,4 haben wir noch. Das heißt, in der nächsten Runde wird wer verhungern. Können wir noch irgendwas besser machen? Wenn wir das runternehmen, wäre minus 0,1. Also da können wir den ja auf jeden Fall noch was anderes machen lassen. Und zwar auf 1,1 setzen. Das wäre jetzt hier. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt mal gerade erlauben. Dann kommen wir eine Runde auf jeden Fall noch weiter. Ja, dem ist halt so. Ja. Eine Runde weiter, bitte. Und der ist schon gestorben, oder was? Ja, das ist aber doof, ne? Weil wir haben 0. Da muss ja nicht gleich schon einer sterben, oder? Unterwerfung von Ägypten läuft 7 Runden. Chancen stehen schlecht, ne? Hungersnot noch 2 Runden. Wir machen mal das. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber wir müssen was machen. Ja, 0,1 ist es jetzt. Wenn noch einer stirbt, dann werden wir 0,0 haben. Dann werden wir überleben, in Anführungsstrichen, ne? Ah, jetzt ist die Frage, ist irgendwo noch einer schlechter am Ernten? Ich glaube nicht, ne? Nicht wirklich. Das heißt, eine Runde noch dadurch.
Ist einer gestorben? Ja, es ist einer gestorben. Und dann angezeigt, die Menschen dieses Stammes sind neutral uns gegenüber. Wir sollten uns Vorsicht verhalten, weil wir nicht wissen, was sie werden. Okay. Wir haben wieder einen Toten. Wir haben den Storchenstamm. Untersuchen. Ach, der ist da oben. Okay, neben dem anderen. Alles ist gut. Hungersnot ist klar. Es ist einer gestorben. Wir haben jetzt aber keine Hungersnot in dem Sinne mehr, ne? Ja. 1, 1, 1. Das bringt uns also mehr, wenn wir den da rüber schieben, oder? Dann haben wir das gleiche an Nahrung, kriegen aber noch ein bisschen Werkzeug dazu. Gut, da kommen wir über alle Runden erstmal gerade. Sollte auf jeden Fall so sein. Schwache Armee haben wir immer noch. Zack, weiter. Hoffen und beten heißt es, ne? Dank unserer endlosen Gebete sind und unauffälligen Opfergaben haben uns die Götter erhört. Der Nil ist wieder reich und lebt in Erde zurück. Okay. Wir haben wieder Essen. Gut. Ja, wir haben trotzdem noch eine schwache Armee. Unterwerfung von Ägypten läuft immer noch, können wir aber nicht helfen. Integration der Nachbarn ist die Aufgabe. Dürreperiode ist immer noch da. Naja, okay, da kommen wir wieder runden. So. Was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Wir können hier ja jetzt mal überlegen, dass wir wieder irgendwo was hinziehen, was uns ein bisschen mehr bringt. Zum Beispiel das ist, glaube ich, jetzt 0,2 zu verkraften. Und 1,1, 1,1, was haben wir sonst noch so? 1,2. Da ist 0,6, wir kriegen andere Dinge mehr. Kultur mehr werdend ist viel, viel wichtiger momentan. Und da kriegen wir insgesamt alles besser zueinander, glaube ich. Ja, lasst uns das nehmen. Los geht's. Hoffen und beten, dass nichts passiert. Jetzt reisen die schon wieder ins Totenreich, ne? Ja, Friedhöfe, brauchen wir nicht drüber reden, ist immer noch ein Problem. Da kriegen wir den irgendwann mal gebaut, ne? Ach, den haben wir da schon, okay. Das heißt, wir müssen den da noch bauen. Ja, 80. Geht da unten was, ne? Genau. Getreide plus 0,2 jede Runde fürs Getreidefeld. Was haben wir hier? Wachstum, göttliche... Ne, Kultur. Wir nehmen das. Weil dann kommt das hier oben ja schneller hoch und dann sind wir damit weiter, ne? Mhm. Okay. 16, das ist also schon relativ schnell. Das sind fünf Runden sind das, wo wir dann die Kultur wieder steuern können, das andere. Und hier können wir nochmal Truppen senden. Wir können aber auch beten. 26, Truppen senden, Chance Region zu unterwerfen, ist erhöht. Und wir beten nochmal, da haben wir da auch 4%. Gut. Und? Weiter geht's. Nichts ist passiert. Das ist schon mal gut. Hier können wir nochmal beten dann. Dann sind es 8%. Ja, machen wir mal. Und. Ja. 16. Und ich würde sagen, die nächste Runde bricht an, ne? Und was passiert? Der Herrscher hat die Region südliches Delta unterworfen. Herrscher aller Stämme erkennen die Macht des Horoskops. Als Leta ist die nächst unterwerfende Region. Okay. Da können wir aber nicht helfen. 4 Runden. Gut, müssen wir weiter gucken, ne? Was war das jetzt? Habi, der große Gott des Nils, lächelt auf uns herab. Er schickt uns reiche Gaben für unsere Anstrengungen. Die Netze unserer Fische sind prall gefüllt und die Ufer sind voll und zier Kräuter, Gewächs und Wildvögel. Habi gewährt uns 80 Jahre des Reichtums. Sehr schön. Hier 1,6.
Das bedeutet. Ja, wo ist denn. Ist da einer weg? Ne, das ist hier gestiegen auf 1,6 und das andere dazu. Dann nehmen wir mal den nach da, ne? Der Lebensmittel fließt hier das ganze Jahr, wir können ja nichts bauen, okay? Aber die 1,6 sind ja schon mal was. Deshalb wie die 1,1, ne? So, wir haben oben 1,9, hier ist unser Leinsamen. Das ist alles gut. Was sollen wir tun? Das ist die Frage. 80 Jahre. Schwache Armee haben wir immer noch. Können mal gucken, ob wir hier was noch machen können. Nein, können wir nicht. Das bedeutet für uns jetzt warten. Ja, ist so. Auf geht's. Jetzt können wir hier aber was tun, nämlich beten. 99 Sippen integriert. Das ist schon mal gut. So, hier können wir versorgen. Chance, dass alle Regionen kapitulieren, ist 4. Was haben wir denn da? 13. Das ist jetzt die Frage, was wir da machen, ne? Geben wir unsere Gunst her? Ja. Und geben wir Nahrung her? Ja. Schließen. 3 Runden noch. Ist alles im grünen Bereich. Wir haben hier sogar 50. Auf geht's. Oh, wir kriegen ja noch ein Wachstum dazu. Das ist cool. Und wir haben wieder 40% Sippen integriert. 60% der Sippen integriert. Okay. Plus 6 bei der Gunst. Das ist ja fast, das war schon nächste Runde. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Wir gucken da nochmal rein. Geht nix. Das ist klar. Schwache Armee haben wir immer noch. Das bleibt auch nicht aus, weil wir die Truppen wegschicken. Eine Runde noch. Es ist nichts passiert, aber wir können hier was machen. Das haben wir entdeckt, das können wir entdecken. Da gibt es Nahrung und Flachsfelder machen mehr Dingens. Das kann man ja nicht, okay. Also kann man schon, aber nicht jetzt. Details. Verbesserungssystem, okay. Das war das. Können wir dann hier auch schließen. Gut, ja, da ist noch was zu tun, aber hier können wir nochmal beten. Ja komm, zack, 21%, das ist aber schon viel. Jetzt alle kapitulieren. So, dann nächste Runde. Das ist alles weggegangen jetzt. Die Prüfung ist gescheitert. Okay, wir verlieren jede Runde 0,5 göttliche Gunst. Oh, wir kriegen Wachstum von vielen Dingen. Wir kriegen schnelleres Wachstum auch von uns. Heuchperiode, okay, das hatten wir gerade, das ist klar. Schwache Armee haben wir auch noch. Aufgabe besteht noch, Dürreperiode endet. Ja, und wir können gerade nichts machen, ne? Also können nur gucken, dass wir vielleicht mal irgendwas verbessern. Nee, das ist besser wie das. Was machen wir? Ja, den lassen wir da schon sitzen, glaube ich. 2,8, na komm, lass uns eine Runde weitergehen. Und nichts Böses passiert. 9,6. Wir machen noch eine Runde weiter, oder? Ja. Was passiert jetzt? Nichts passiert. Wir können uns einen dazu holen. Das machen wir auch. Jetzt ist die Frage, wo wir den hinsetzen. 1,1 und 0,5. Das wäre hier super. Also besser wie da. Das ist dann da besser. 1 und 0,4. Und... ist das einer von uns? Nein, ne? Das ist ein anderer Stamm hier.
Ja, was haben wir hier? Zweier zum Entdecken. Zwei, drei, 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 zwei. Überall sind zwei zum Entdecken. Ja, wir müssen erstmal hier aufforsten. Die Akazien wollten wir ja schon mal haben, ne? Bergland. Da ist eins. Hier ist 1,1. Ich glaube, wir machen erst das und gucken zu, dass wir wieder einen mehr kriegen. Ja, macht mehr Sinn. Gut, eine Runde weiter. Göttliche Gunst. Eine Runde. Menschenfressende Löwen. Wo sind die erschienen? Da. Ja, das würde bedeuten, wir müssen die wegziehen, damit das dann, ne? Für 0,1 Nahrung sichern wir die vielleicht mal und setzen die nach da. Ist vielleicht besser, ne? Ich glaube, dann können die uns da nichts tun. Gut. Lassen wir erstmal so. Hier oben geht's alles ziemlich gut. Machen wir eine Runde weiter. Und da geht's. In jeder Runde ergibt es einmal 30. So, der Gängerosen und stellt die Tributzahlungen an Hieropolis und Abydos ein. Die Gefahr von Streit und Krieg steigt. Ja, bei den anderen, ne? Eine weitere Generation Altherrscher ist in das Land der Toten gezogen. Es ist die Pflicht der Lebenden, sie zu ehren und zu erhalten, damit erobert man. Das wird auch immer schlimmer, ne? Aber 1,8 ist noch positiv. Ja, gut. Wie weit sind wir? Die Löwen sind immer noch da. Die bleiben auf 14 Runden, so wie das aussieht. Jede Runde eins weniger. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir bleiben auch besser davon weg. Wir können sie auch vielleicht so entfernen, aber das ist mir dann doch nicht der Sache wert. Aber ich denke mal, wir machen hier wieder einen Cut. Falls was Neues kommt, dann würde ich was Neues aufnehmen. Sonst zeige ich euch nächste Runde, wie es hier weitergeht. Ja, wenn, wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, ist ungefähr noch ein Tag 6 Euro im Handel Bundle oder 5,99 sind es ja nur. Könnt ihr dann das Spiel günstig ziehen? Das kann ich euch noch empfehlen. Macht einfach Fez das Spiel, wie gesagt. Und ich würde sagen, schaut in die Projekte rein, die anderen auch. Wenn ihr Bock habt, macht ein Abo, wenn ihr das noch nicht habt. Wenn ihr der Folge was abgewinnen konntet, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an, damit ihr die nächste Folge dann nicht verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.